Willkommen zum zweiten Video zu Kapitel 7. Dieses Video beinhaltet dann den Boss Schmuggler Domitor, der hier im Stadtteil Rivera anzutreffen ist. Und wie immer zeige ich dann zuerst die Ausrüstung, die ich beim Boss verwendet habe. Bei Snow hatte ich hier noch nichts weiter aufgestuft, deswegen ist das nach wie vor der Kraftkranz. Das andere macht hier einfach keinen Sinn, das erhöht seine Angriffskraft am meisten. Und bei Hope hatte ich mich dann hier letztlich für den Falkenauge entschieden, weil das auch bei ihm den Magiewert um, ja, ich glaube 5 Punkte oder so steigert. Ist jetzt nicht viel, aber auch klein viel macht Mist. Ansonsten die üblichen TP-steigernden Ausrüstungen. Wie beim M2er-Team auch vorher schon, in Kapitel 5 und 6, zweimal Extermination, zweimal Doppelsequenz für den ATB-Refresh, um den Ort nicht ausnutzen zu können. Ja, und Genesungsfall im Partikularattacke als Genesungsparadigmen, je nachdem wie viel Schaden da gerade reingekommen ist, ob jetzt Genesungsfall notwendig ist oder nicht. Ja, der Schmuggler Domitor hat 126.000 Trefferpunkte. Damit steht er ungefähr auf einer Stufe mit Tulipan. Allerdings ist er wesentlich einfacher, weil er nämlich eine kleine Schwäche hat, die nennt sich Energielader. Das ist eine Fertigkeit, die er bei 60% seiner TP anwenden wird. Damit kriegt er zum einen Courage. Das ist auch das einzige Offensive, was er dafür hat, was er da dazu bekommt. Zum anderen kriegt er dann die Negativzustände D-Protest und D-Wall, was dann eben den Schaden, den man auf den einen drischt, erhöht. Und auch seine Serienresistenz steigt komischerweise nach dem Energielader nach unten, und zwar von 95 auf 70. Also wird, wie gesagt, dadurch eigentlich nicht stärker, sondern nur schwächer. Das einzig Gute ist halt, dass er dann dieses Courage bekommt für die 60 Sekunden. Ansonsten sind seine normalen Attacken, Napalmbomben und auch der ab und an mal eingesetzte Salto-Haken machen nicht so wirklich viel Schaden. Deswegen reicht es auch hier nur hin und wieder mal zu heilen. Die Napalmbomben machen vielleicht 50 Schaden und der Salto-Haken, der ja, haut ungefähr mit 150 rein. Angesichts der TP, die Charaktere haben, ist das nicht so wirklich viel. Bei Hope ist es gerade mal ein Viertel. Bei Snow dementsprechend noch viel weniger. Trotzdem könnte man hier vielleicht beachten, dass ich immer schon in der Luft das Paradigma wechsle. Das hat damit zu tun, dass sich der ATB-Balken normalerweise erst wieder auflädt, wenn der Charakter stillsteht. Also auf dem Boden sozusagen stillsteht. Indem ich hier das Paradigma wechsle, umgehe ich dieses kleine Problem, das einen ansonsten ein bisschen Zeit kosten würde. Zwar nicht viel, aber ein klein wenig. Weil so lädt sich der Balken sofort auf, sobald ich das Paradigma gewechselt habe. Die Taktik sah bei ihm so aus, ihn erstmal bis auf 60% runterzubringen. Am besten zu dem Zeitpunkt seinen Serienbalken mindestens halb hoch zu haben. Und dann Shiva zu rufen, mit ihm oder mit Shiva den Schockzustand auszulösen und dann den schönen hohen Serienbonus und natürlich seinen D-Protest und D-Wall, was er dann ja kriegt, zu nutzen, um ihn fertig zu machen. Jetzt macht er seinen Energielader. Wie gesagt, jetzt sinkt auch die Serienresistenz von ihm auf 70, vorher auf 95. Und Zeit für Shiva. Ich musste hier jetzt nochmal den Metamorph-Balken ein bisschen hochbringen, weil der noch nicht ganz oben war. Deswegen der Wechsel nochmal zum Verheerer statt, Brecher zumindest. Jetzt hier wieder die Kombination Hochstarter und Eisball. Das ist einfach auch die Kombination, die den meisten Serienbonus beim Gegner verursacht.
Ja, anderen Attacken sind, was den Serienbonus betrifft, nicht ganz so gut. Die anderen Attacken sind eher für Gegnergruppen gedacht. Jetzt komme ich hier mit auf, ja, fast 999%. Fast. Aber überlebt noch. Mit, keine Ahnung, vielleicht 100 TP oder so. Ja, 200. Nicht gerade viel. Ja, das war der erste Kampf gegen den Ushmurai Tomito. Im nächsten Video wird dann der zweite Kampf drin sein. Der dann auch schon etwas schwerer ist. Weil er mehr härter zuhaut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.